Wow! Fight! Muss die Kamera ein Kilo wiegen, Digga? Ayo! Slowbro Gang Gang! Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einem Video auf dem Kanal, Leute. Was geht, Leute? Heute gibt es ein neues Video. Ihr seht schon, heute ein auf Cristiano Ronaldo mit dem Zopf hier. Nee, Leute, ich wollte ja meine Haare oben ein bisschen wachsen lassen, deshalb der Zopf und deshalb, ja, das, was da gerade ist auf den Haaren. Und Leute, heute gibt es ein neues Video. Nämlich wollte ich heute meine Schwester einen Tag lang ignorieren. Ich hatte das schon mal mit Niki gemacht und mit Niki kam das super gut an. Ich glaube, wir sind bei 700.000 Aufrufen oder so. Auf jeden Fall dachte ich mir heute mal, werde ich Nora Hops nehmen und ich denke, es wird auch der eskalieren. Deswegen gebt mal nach oben, abonniert diesen Kanal, Freunde. Folgt mir auf Instagram, ich heiße dort ZeddyProt und auf TikTok heiße ich auch ZeddyProt, Leute. Dann geht's virale Scheiße. Wortwörtlich, also wirklich, TikTok ist echt nice, folgt mir auf jeden Fall, Leute. Und ja, ich dachte, um euch die Langeweile ein bisschen zu nehmen in der Quarantäne, mache ich ein paar Videos für euch. Ich bin auch selber sehr, sehr gespannt, Freunde. Und bevor das Video beginnt, Leute, auf jeden Fall Daumen nach oben, wie schon gesagt. Und ja, abonniert auch den Kanal mit der Glocke, aktiviert das alles, Leute, da würde ich mir riesen Gefallen tun, Freunde. Und ihr kennt ja alle Nora, die ist gerade in der Pubertät, deswegen sie schreit gerne rum und keine Ahnung, sie ist halt gerade einfach in einer weirden Phase. Und ich dachte mir, ich kann sie so sehr leicht provozieren, indem ich sie einfach ignoriere den ganzen Tag. Ich nehme euch einfach mit und dann werden wir schauen, wie es eskaliert. Und falls es eskaliert, Freunde, ruft bitte die Polizei. Nicht. Nein, Freunde, dann muss ich halt damit klarkommen. Digga, das ist schlimmer als Bizeps-Curls, diese Kamera zu halten. Die ist so schwer. Sport muss sein. Ja, Alter, würde ich sagen, da haben wir gar nicht mehr so viel rum und nehmen wir heute mal Nora Hops. Ich weiß auch nicht, wie das enden soll, ob es komplett eskaliert. Deswegen, Leute, wir sehen uns. Bis gleich. Freunde, ich war ja gerade bei Nora drin, ihr habt gesehen, sie schminkt sich, aber es bringt ja jetzt auch nicht viel zu machen, weil wie gesagt, sie schminkt sich halt, da kann man sie nicht wirklich ignorieren. Aber gleich, wenn sie fertig ist und dann wir irgendwie unten sind oder so, werde ich sie ignorieren und ich bin gespannt. Sie ist heute schon nicht so gut drauf, deswegen glaube ich, könnte das Ganze auch wirklich eskalieren, Freunde. Aber naja, jetzt erstmal abwarten, es dauert ja wieder 8 Stunden, bis sie fertig ist und dann sehen wir uns gleich, Freunde. Puh. So, ich zocke jetzt ein bisschen, solange Nora noch nicht ready ist. Ach, hab ich dich, ne? Freunde, hat ein neues Video hochgeladen, checkt's auf jeden Fall ab, Freunde. Oh, was ist denn Verbinder? Ja, sau. Du hast keine Ahnung von Fortnite. Ich habe mehr Ahnung von als dich. Gestern, ne? Ich spiele so Hallo. Kreativ. Auf einmal kommt so Recon bei mir rein in die Lobby. Hallo. Recon-Expert! Er hat Renegade. Mann, Niki, zieh mir mein Ding nicht ab. Zieh es wieder auf. Ich weiß nicht. Du ziehst mir auf, Niki. Cedric! Cedric! Mann, mein Headset, Niki, ich höre nichts! Cedric! Da hinten ist ein Gegner, Niki, da hinten ist ein Gegner. Hallo! Ey, da hinten ist ein Gegner, Niki! Hey, hallo! Hallo! Oh! Hallo! Hallo! Niki, ich hab keine Waffe, ich verliere so! Warum ignorierst du mich? Hallo! Mann, Niki, jetzt reicht's mir langsam. Ich wünsch, was du das für den Fortnite willst. Junge! Mann, Niki! Ich meine nach dich! Klar bist du das! Hallo! Siehst du bist das! Nein, ich hab dich jetzt auf den Arm geschlagen! Ja, siehst du, du gibst sogar zu! Hallo! Mann, Niki, ich hab echt keinen Bock mehr zu zocken und so weiter geht. Warum ignorierst du? Alla balla boo! Ah! Gott, hallo! Hey, ja, dann okay, dann sag ich mal, du musst nicht kommen. Picka! Hey Freunde, ich glaube, ich habe sie jetzt erstmal schon erfolgreich zum ersten Mal ignoriert. Sie ist runtergegangen. Ah, die hat mich wieder geschlagen, Alter. Voll wie meine Ohrringe. Das tat weh. Okay, Freunde, ich würde sagen, jetzt kannst du weitergehen und bis gleich. Ich habe jetzt gesehen, Nora ist im Esszimmer, Leute. Und ich werde da jetzt auch reingehen, mir eine Capri-Sonne schnappen und mich einfach hinsetzen. Und wie ich die dicke Nusch kenne, ich weiß, sie will auch eine, aber Leute, werde ich eine geben. Und ich werde mal gucken, wie sie dann reagieren wird, ob sie ausrasten wird oder ob sie einfach weggehen wird, Freunde. Ich würde sagen, here we go. Wenn die fliegt mir eine Mission auf. Fight! Kommst du denn nicht an? Warum nimmst du mich auf? Wo sind die? Hallo, gib mir auch. Wo sind die? Ah, Kaffee, hallo, gib mir auch eine! Hallo, YouTube. Gib mir auch eine! Rede doch! Hallo, rede mit mir, wenn ich mit dir rede! Hey,
du. Gib! Was Niklas, wo sind die? Ich sag's Mama. Niklas! Gib! Gib mir. Gib jetzt! Gib! Finde dir. Ha! Rede! Freund, ich hab gerade ehrlich dicke Bombi bekommen. Ah! Digga! Was schlägt die mich denn so? Ah! Die Dove, die meint's ernst, die hat mir richtig eine reingehauen. Verdammte Scheiße, ich sehe aus wie ein Eierkopf. Leute, ich habe echt fett eine kassiert. Digga, ich habe fett eine kassiert. Aber Leute, ich würde sagen, jetzt werde ich noch extra aufregen. Und ich bin noch, gebe noch lange jetzt nicht auf. Außerdem schwitze ich auch schon die ganze Zeit. Ich glaube, ich gehe jetzt mal duschen. Okay, Freunde, bis gleich. So Leute, die Kamera ist jetzt bei mir, weil Cedric jetzt duschen geht, aber ohne Spaß, ich bin richtig abgefuckt und genervt, weil Cedric weiß ganz genau, dass ich sowas hasse, wenn man mich ignoriert oder sowas. Allgemein diese Pranks auf seinem YouTube-Kanal, ich hasse die eigentlich. Oder ich hasse allgemein, von überhaupt jemandem geprankt zu werden oder ignoriert abgefuckt zu werden. Wenn Cedric eins weiß, dann weiß er, ich hasse es über alles geprankt zu werden. Darunter auch dieses Ignorieren oder was weiß ich. Und zwar, er geht jetzt duschen und ich habe mir aus dem Zimmer gerade eine Konfettikanone genommen. Diese Teile, ihr müsst euch vorstellen, die gehen richtig schlimm weg, weil die verteilen sich wirklich überall und die sind wirklich nicht groß, sondern klein. Und ich habe überlegt, währenddessen er duscht, dass ich heimlich ins Badezimmer gehe und dann halt die Konfettikanone über ihn erschießen lasse, wenn das deutsch war. Ja, Cedric, du wirst es sehen. So Leute, Cedric ist gerade unter der Dusche und ich nehme euch jetzt mit. Ihr könnt ihn, glaube ich, auch hören. Er singt ein bisschen schief. Und ja, kommt. Ich muss jetzt leise I got problems, oh problems, oh problems, oh problems, oh problems, oh problems, oh problems, I solve them. I run through the money, depression be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The phone in affection, I summon and dub it, cause. Okay, Freunde, Zeit ist vergangen. Nora hat mich beim Duschen echt hops genommen. Also wirklich mal Props an Nora hier. Nicht nachmachen, aber dafür werde ich ja richtig hart heimzahlen. Ja, Leute, ich habe immer noch nicht aufgehört, sie zu ignorieren. Und gerade hat mir auch was gegessen, da habe ich sie auch ignoriert. Ich bin gerade auch ein bisschen gepisst, wenn ich ehrlich bin, weil, Alter, das war so unnötig, auch wenn ich zurückdenke, Freunde. Aber ihr könnt es wieder gut machen, ihr könnt mich aufrufen, dann wenn ihr mir auf TikTok folgt und den Kanal abonniert, Freunde. TikTok Teddy Proud. Auf jeden Fall werde ich jetzt ein bisschen Haus des Geldes weiter schauen. Ihr seht schon, Fanboy-Modus. Bro, what is this hier? La bella, ciao, bella, ciao, bella, alta, emotion. Mein dicker Hode. Freunde, ich bin jetzt hier im Bett. Gönn mir ein bisschen Haus des Geldes und ich liege hier im Bett. Ich gehe drauf, es bricht einfach rein. Leute, spendet mir was, dann kann ich mir ein neues Bett kaufen. Auf jeden Fall, Leute, ihr kennt den Vibe, you know the Vibe, Haus des Geldes, Staffel 4. Kann ich auch spoilern, in Folge 9, Minute 30, stirbt der Professor. Sorry. Ja, Leute, tut mir leid, das war jetzt ein bisschen dumm von mir. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt hier die Maske auf und ich warte, bis Nora kommt, weil die will die ganze Zeit jetzt mehr Zeit in ihr Handy bekommen. Ich manage das halt immer, mache immer so eine Bildschirmzeit da rein, damit sie halt nicht so viel zocken kann. Weil ich habe ja auch das Handy gekauft, Freunde. Ich hatte ja das iPhone XR gekauft, deswegen habe ich es auch bestimmt. Und generell, dass ihr nicht so viel zockt. Und Leute, jetzt werde ich hier die Maske aufsetzen. Und dann will ich einfach nur als Reaktion sehen, wenn sie hier reinkommt, denkt sie, Digga, was ist das für ein Freak? Sitzt er hier, guckt Haus des Geldes mit einer Haus des Geldes Maske. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 mi un amore. Bis gleich. Cedric! Mit Schläge, ne? Ich brauche mehr Zeit für mein Handy. Also gib mir mein Handy. Hier geht es was bist du denn für ein Psycho, dass du mit einer Maske auf das Geld guckst? Erledige ich diesen scheiß Bastard. I broke up with my ex-girl. Hallo, gib jetzt mir Zeit, mein Handy, Mann. Hallo. Gib jetzt mehr Zeit mein Handy. Leute, findet ihr, dass Cedric aufgestört ist? Dann gebt ein Like auf dieses Video. Cedric! Ah, Cedric! Oh, du Opfer! Die ganze Zeit nervst du mich! Oh, du Opfer! Die ganze Zeit nervst du mich! Was willst du von mir? Was willst du von mir? Ich hab dich ignoriert! Alter, das kommt in die Hose! Ja. Kommt in die Hose! Ja. Ah! Oh.
Leute, das hat sich aber gelohnt. Mein MacBook? Hör auf, gib mein MacBook jetzt her. Ey, lass es, der Prank ist vorbei. Hättest du das gemacht, dann bist du aber am Arsch. Das sind 3000 Euro. Ups. Lass es. Ups. Und geh weg. Prank ist vorbei. Junge, ich hab's heute den ganzen Tag, man denkt, ich hab mir die Hose gepisst. Hast du auch, das ist die Hose gepisst. Du hast sie. Er denkt, er kann mir mit Wasser, mich mit Wasser abfacken. Du warst so schlecht, ne? Ich wusste, du machst einen Prank. Hä? Ja, wusste doch, aber ich hab dich so provoziert, dass du sogar mich geschlagen hast. Plus, du bist, während ich geduscht habe, reingekommen und hast mir einfach eine Konfettikanone über den Kopf gejagt. Ich meine, was ist falsch mit dir, dass du mir sowas beim Duschen über den Kopf jagst? Verzieh dich, nein. Leute, ich hab sie offiziell hops genommen. Ich hab sie so hops genommen, das ist unglaublich. Wenn euch gefallen hat, gebt mir auch unbedingt den Kanal, Freunde. Werdet ein Teil des Low Pro Gang Gangs. Nora. Hier, Leute, guck mal. Passiert nichts, geht nicht. Nora. Abonniert alle diesen Kanal und liked dieses Video. Bei 10.000 Likes werde ich ein Rache-Video gegen Cedric machen. Wenn ihr dieses Video nicht liked, werde ich zu euch nach Hause kommen und euch die Haare auf Null schneiden mit dieser Schere. Was bin wir da nach oben? Abonniert! Slowbro kommt bald auch. Ey, komm runter, nur weil du Wasser. Das Spuckewasser. Leute, ihr könnt doch immer den letzten Schluck, den keiner in der Gruppe trinken will. Den hast du gerade schön abbekommen. Den. Okay, Leute, always stay fresh und peace! Drop it.